Mean Girls, der Film ist draußen und gefühlt alle hassen ihn und man fragt sich warum. Sind es Millennials, die den alten 2004er Film so lieben, dass sie alle Änderungen sofort ablehnen? The original isn't even that old. I swear it only came out a couple years ago. Sind es die Hardcore-Musical-Fans, die zu viel TikTok-Compilations gesehen haben zwischen Musical-Version und Filmversion, die jetzt nicht mehr objektiv urteilen können? No, I can't even watch when she touches his hair. No, no, I can't even watch when she touches his hair. Die Antwort ist... kein Singulär von beiden, denn der Film macht so viele Fehler auf so vielen verschiedenen Ebenen. Welche und warum wir auf Deutsch sogar ein extra Level an Badness bekommen, was alles geändert wurde für den Film und was tatsächlich auch gut funktioniert, das gucken wir uns jetzt an, also let's go. Um diesen Mess eines Filmes ein bisschen zu gliedern, habe ich es getan und zwar in Story, Charaktere, Musik, Regie und Drehbuch. Ich glaube, das macht Sinn und ihr werdet verstehen, warum das Sinn macht durch das Video. Fangen wir bei der Story an, die bleibt in den Beats, wie gesagt, identisch. Katie wechselt aus Kenia, aus dem Homeschooling, an eine amerikanische Schule, trifft auf Janice und Damien, die Außenseiter, die erklären ihr, wie die Schule funktioniert und wer die Plastics sind, ganz an der oberen Spitze Regina George, die Queen Bee der Schule. Die nimmt Katie mit an ihrem Tisch auf und Janice sagt, hey, spionier die aus, denn ich hab mit Regina George noch ein Hühnchen zu rupfen, also lass uns die zu Fall bringen. Gesagt, getan, Katie verliebt sich derweil in den Ex-Freund von Regina und so nimmt die Geschichte ihren Lauf. Was man hier geändert hat in der Story und der Optik an sich ist erstmal so kosmetische Änderungen, dass alles mehr nach 2024 aussieht. Fangen wir bei der ethnischen und sexuellen Repräsentierung an, also wir haben mehr queere Charaktere, wir haben mehr Blacks, wir haben mehr Latinos, wir haben alles ein bisschen more diverse. Wir haben aber auch Kleinigkeiten in der Story geändert, die man aus heutiger Sicht vielleicht problematisch sehen würde. Zum Beispiel Regina George Boob Cut. Janice schleicht sich im Original in die Umkleide und schneidet bei Regina George hier an den Brüsten so Cutouts, um sie zu demütigen. Und heute würde man sagen, okay, es zieht so einen Fokus auf die Brüste. Aber als Regina das einfach selbstbewusst trägt, machen ihr das alle nach. Geändert hat man das mit einer Wasserattacke während irgendeiner Homecoming-Krönung, wo Janice die Sprinkelanlage anmacht, das Wasser Regina George hittet, ihr Make-up verläuft, sie das aber sexy ausspielt und danach alle diesen Make-up-Look tragen in ihrer Schule und überall auf Social Media. Wir haben nichts erreicht, außer dass der Red-Look jetzt wieder in ist. Social Media nochmal ein ganz anderes Thema, was überhaupt nicht funktioniert in dem Film, aber dazu später nochmal. Dinge, die man probiert hat, Secondhand zu ändern, indem man einfach nicht drüber spricht, sie aber in der Tat genau gleich lässt, sind zum Beispiel die Sachen, dass Regina George von Katie diese Proteinriegel bekommt, die eigentlich dazu sind, Gewicht aufzubauen. Sie aber sagt, hier, damit nimmst du super viel ab. Es wird nie gesagt, wie im 2004er Film oder im Musical, wir nehmen Regina George alles, was sie ausmacht, ihre Hotness und darum machen wir sie fett, denn fette Leute können nicht hot sein, ist basically der Take, den man bekommt. Next we take away Regina's only achievement, being a hot person. Ugh, I'm so fat and disgusting. I use these Kaltine diet bars. Und da spricht eine ziemlich laute Fettphobie raus. Dieser Satz fehlt, den haben wir in dem neuen Film nicht mehr. Die Tat bleibt aber dieselbe, dass Regina George sich unwohl fühlt, die Pyramide bei dieser Weihnachtsvorführung zusammenbricht, wo sie on top ist und sie nur noch auf dem Laufband rennt, um diese Kilo wieder loszuwerden. Das heißt, impliziert wird dasselbe, wir sprechen es nur nicht mehr aus und ich weiß nicht, ob es Dinge wirklich besser macht. Ich würde sagen, erstmal ja, weil es nicht so klar gestated wird. Alles, was sie ausmacht, ist hot sein. Und hot sein ist gleich dünn sein. Denn da kommen wir auch zu einer Änderung. Renee Raps Regina George sieht ganz anders aus als unsere 2004er Regina George. Aber das ist so cool, weil sie mehr Kurven hat, einfach ein realistischeres Körperbild hat, wie Menschen nun mal aussehen. Und so dieses Heroin Chic, was damals in den frühen 2000ern angesagt war, gone ist. Und trotzdem schafft man dann die Gratwanderung nicht. Warum ist es vorher okay, wenn sie thick ist, aber nur bis zu einem gewissen Level, dann wird's unangenehm, aber das Level wird uns auch nicht richtig gezeigt, bis auf die Szene, wo sie halt an den Tisch der Plastics kommt und sagt, mir passt nichts anderes außer die Jogginghose und Katie sagt, okay, dann darfst du nicht mehr bei uns sitzen. Das heißt, alle Grundbeats sind da. Manchmal haben sie Sachen weggelassen, manchmal haben sie Stand-ins gefunden für bestimmte Iconic-Szenen. Und trotzdem hat man das Gefühl, die Story holpert und man versteht nicht so richtig, wie man von dem einen Punkt zum anderen kommt, obwohl man erstmal denkt, hä, es ist doch genau wie der 2004er Film. Warum habe ich so eine Probleme, überhaupt da emotional zu connecten und der Handlung emotional vor allem zu folgen? Das hat zum einen mit den Charakteren zu tun.
Die Charaktere sind meist ein Mix aus dem 2004er Film und dem Musical. Auch hier hat man wieder probiert, einen Spagat hinzubekommen zwischen den Millennials und den Musical-Fans. Was wieder nur so semi funktioniert. Regina George ist in 2004 einfach die Oberbitch und das wird uns von allen Ecken überall gesagt. Durch Erfahrungsberichte anderer Schüler, durch Kommentare von Janice und Damien, aber auch durch ihr hochnäsiges Handeln und dass wir nie einen Einblick bekommen, wie sie wirklich ist. Wir verstehen, warum sie Katie pickt, aber auch das sind nur Macht- und Schachspielchen für sie. In der Musical-Version hat Regina George so viel mehr Songs, wir sehen mehr in ihr Inneres rein und verstehen auch durch Side-Charaktere, warum sie ist, wie sie ist. Gerade auch zum Beispiel durch einen Charakter wie Karen, die erstmal vorgestellt wird als der dummste Mensch, den wir kennen, die im Musical aber diese Nuancen bekommt. Zum Beispiel sagt sie, alles was ich weiß, ist die Regel der zwei. Alle Dinge sind immer zwei Sachen. Regina George ist gemein zu mir und mobbt mich, aber ich nehme das nicht persönlich, weil ich weiß, das kommt aus einer ganz großen Unsicherheit aus ihr heraus. Das heißt, sie biedert sich nicht an wie Gretchen zum Beispiel, sondern sagt, sure, du machst das, aber mich interessiert das nicht, weil sie das einfach emotional gar nicht antatscht, sondern sie sagt, it's fun with you. Und das sagt sie Katie nachher auch. Klar, es ist wahr, du hast uns betrogen und uns belogen und uns gegeneinander ausgespielt, aber wir hatten auch verdammt viel Spaß miteinander. Regina, Regina, Regina. Zurück zu Regina. Wir bekommen jetzt mit Renee Rapp eine Regina, die nahbarer ist, die mehr wie ein echter Mensch wirkt, nicht wie 2004 so eine Queen Bee-Karikatur. Trotzdem kriegen wir viele Songs gekürzt, viele Lines gekürzt, die uns das irgendwie einordnen. Wir sehen sie nicht mehr wirklich aggressiv. Wir sehen sie in Apex Predator in der überzeichneten Version, wo sie ein Tier spielt und andere Tiere umherscheucht. Im übertragenen Sinne als Apex Predator, als Riesenraubtier. Aber alle anderen Comebacks, finde ich, sind eher auf Damien-Level. Also, dass man sagt, okay, sie wirkt halt wie ein ziemlich sassy Charakter, der aber auch genauso in jedem queeren Freundeskreis irgendwo existiert, wo du sagst so, okay, you're the mean gay, but we still love you. Warum sie sich so abheben sollte zwischen all diesen überzeichneten, starken Charakteren an der Highschool, den Nerds, die komplett drüber und sexuell sind, dem wild rummachenden anderen Leuten, den Theaterkids, Janice und Damien, die verstehen nicht, warum sollte Regina George da oben stehen, außer dass sie rumrennt und nörgelt und ziemlich annoying ist und man eher denkt, bei all den anderen starken Charakteren, die würden sich eher abwenden, weil wir nie wirklich sehen, wo ihre Macht besteht. Wenn sie reinkommt mit diesem Iconic, My name is Regina George, geht der Song im Musical weiter und wir kriegen jede Plastik vorgestellt. Gretchen, Karen, yes Regina, no Regina, every waking hour, my name is Karen, I may not be smart, that's it. Und dann ist der Song vorbei und wir setzen ein in der Szene. Hier kommt nur Regina George rein, singt ihren Song und danach geht die Szene weiter und wir haben eher das Gefühl, okay, ist das alles in Reginas Kopf? Glaubt sie, sie ist der Shit, aber alle anderen Leute behandeln sie völlig normal? It's highly confusing. Mit Katie fangen wir nicht an, denn das ist Character Assassination. Sie ist langweilig, sie hat null Charme. Angouri Rice ist die absolute Fehlbesetzung für diesen Film und für diese Rolle. Leute, ich kann nicht in Worte fassen, wie sie lacking an Charisma in jeder einzelnen Stelle, in jedem einzelnen Song ist. And I watched a snake eat a cow. Und dabei sollte sie den Film tragen. All das hat aber auch damit zu tun, dass wir vieles über sie einfach nicht erfahren. Das hat aber auch mit der Musik zu tun. Packen wir erstmal alles Offensichtliche beiseite. Alle TikTok-Comparisons interessieren uns jetzt hier nicht. Ja, Stupid with Love ist langweiliger als im Musical. Und raubt Katie an 50% Charakter. I can't even watch when she touches his hair. Dafür ist Apex Predator so viel geiler im Film als im Musical. Allein von der Produktion her, ich will aufspringen und dancen, wenn der Song kommt. She's the Apex Predator. She's the Apex Predator. Revenge Party ist gut. Klar, ist ja nicht so geil wie auf dem Cast-Album, aber live in jedem Slime-Tutorial ist der Song nicht so geil wie auf dem Cast-Album. Also, fair game. All das ist TikTok-Augenwischerei, denn wir haben zwei viel größere Probleme, die die Musik betreffen. Erstens die Auswahl von Songs und das Cutten von Reprisen. Manche Songs, die wir bekommen, kriegen wir nur zercuttet, wie Meet the Plastics, was eigentlich Meet Regina George heißen sollte, denn so kriegen wir nur einen Zugang zu Regina George und die anderen werden einfach inhaltlich, charakteristisch auf zwei Sätze runtergebrochen, wodurch wir nie eine emotionale Bindung zu den anderen beiden Plastics aufbauen,
Furthermore nicht verstehen, warum die drei überhaupt befreundet sind oder wie sie miteinander interagieren. Denn wir haben keine Interaktion whatsoever zwischen Karen und Gretchen, zwischen Karen und Regina, außer das Kommentieren von ihrem Pickel im Spiegel. Das fällt gar nicht auf. Wie eine Titte im Gesicht. Dass Gretchen superreiche Eltern haben soll und super klug und intelligent sein soll, kriegen wir in keiner Sequenz, außer dass sie uns das einmal am Ende sagt. Was sie Karen angetan haben, will ich gar nicht in Worte fassen. Sie singt legit im Musical an einer Stelle. Jungs behandeln mich scheiße und teilen Nacktbilder von mir. Aber Leute, ich bin Mensch und keine Requisite. Stop, 'cause I'm actually a human being and not a prop. Und in diesem Film haben sie legit zu Requisite degradiert, weil sie ihr jede Line gestrichen haben und es ja einen Sinn hatte, was man im Musical mit Karen gemacht hat, weil sie im 2004er Film nämlich plain und dumm war. Im Musical hatte man sich eigentlich entschieden, ihr gewisse Layer zu geben und zu sagen, okay, aber was macht diese Einfachheit mit ihr und was für eine Rolle spielt sie bei den Plastics und was für ein Insight kann sie dem Zuschauer liefern durch eine sehr runtergebrochene, einfachere Sicht auf alles. All das haben wir gestrichen in 2024. Sie ist basically nur noch da, um dumme One-Liner zu droppen und sich über ihre Blödheit lustig zu machen. Aber eigentlich ist sie ja dazu da, einfache Sachen, obvious things zu staten, wie, ja, war nervig, als Typen mein Nacktbild geleakt haben, aber sollten mir nicht Jungs in the first place beibringen, dass man Nacktbilder nicht leakt? Is it not as simple as that? Und das ist ihre Aufgabe als Charakter. Und all das passierte in Songform. Und wenn man die Songs cuttet, bleibt nur noch eine leere Hülle. Dasselbe gilt auch für Fearless, den sie komplett rausgecuttet haben, was eigentlich das Akt 1 Finale ist, wo Katie zu Regina sagt, du kannst nicht hier am Tisch sitzen und alle ausrasten danach und sagen, oh mein Gott, sie ist so furchtlos und Katie merkt, ich bin jetzt der Apex Predator. But you stood up to her. You were strong, you were brave. No, you know what you were. You were fetch. Indem ich keine Angst vor ihr habe, sind alle so begeistert und alle sagen, jetzt können wir angstfrei leben und das ist das Versprechen, das Katie verkauft. Und darum lieben alle Katie. Es gibt keine Diktatoren mehr, Katie hat sie gestürzt, woo! Das haben wir im Film nicht. Katie ist mit einem Schnipsen auf einmal eine Bad Bitch, legt die Beine übereinander und ist so, no Regina. Und du denkst so, wo kommt das auf einmal her? Und ab dem Moment ist sie einfach Regina George Ersatz. Aber wir verstehen nicht, wie es da hinkommt. Warum Leute das jetzt akzeptieren, aber Regina blöd fanden. All das wurde rausgestrichen und ergibt nun einfach keinen Sinn mehr. Im 2004er Film hat es geklappt, weil da wurde darüber geredet. Ich stimme für Regina George, weil sie von diesem Bus erwischt wurde. Ich stimme für Katie Herron, weil sie sie geschubst hat. Was man macht, wenn man Musical adaptiert ist, bestimmte wichtige Momente nehmen, sie in den Song reinpacken und den elaboraten, um zu sagen, wir machen den noch wichtiger. Und das war Fearless für den großen Turning Point, wo man am Aktende sagt, oh krass, wie wird das jetzt weitergehen? Wie wird das alles mischen und umändern? Wenn man den Song streicht, aber auch keine Lines aus 2004 wieder zurück reinschreibt, dann fehlt einfach ein richtig wichtiger Moment in dem Film. Und das nicht nur einmal, sondern 4 oder 5 Songs, die sie rausgestrichen haben, das heißt 5 super wichtige Knotenpunkte, fehlen einfach im Film, wodurch wir jetzt durch die Story poltern und holpern und das ist genau das Gefühl, was ich am Anfang gesagt habe. Warum haben wir dieselben Beats, aber nichts wirkt irgendwie flüssig? Genau deswegen, weil wir wichtige, monumentale Knotenpunkte einfach cutten links und rechts und dann einfach sagen, okay, und nun sind wir da. Dasselbe passiert bei Katies Party, als sie sich oben mit Aaron trifft, um ihm zu sagen, dass sie ihn liebt und More is better singt. More is always better. More people know my name. I have more shoes. Und wir da erst verstehen, warum Aaron und Katie eigentlich so klicken. Am Anfang haben sie geklickt in der Schule, weil er sie süß fand, weil sie so unschuldig ist, weil sie so keine Ahnung hat, wie diese ganze Welt funktioniert und er gerade sich von Regina George getrennt hat, die die Verkörperung von Schulhierarchie ist. Und in More is Better, wo Katie sich immer weiter in Regina George schon verwandelt hat, sieht er in ihrem Zimmer wieder diese alte Katie, Fotos aus Kenia damals, wie sie in ihren alten Klamotten mit ihrer Familie, mit Tieren zusammen für Fotos postet und das einfach so charming wiederfindet und man diesen wahren Moment hat. You haven't been alone. Try Kenya with one phone. Almost no people, just like animals in sky. Katie das aber kaputt macht, weil sie der Überzeugung ist, dass mehr ist. Wenn ich mehr Freunde habe, ist es nicht so schlimm, wenn ich Dinge verliere. Und Aaron fängt an zu zweifeln und denkt, ist sie doch diese Bitch? Aber dann kommt sie mit dem Stars-Motiv wieder. You know what I had more of? Das
was ihr aus Kenia am meisten vermisst, sind die Sterne. Dass nachts in der Stadt du keine Sterne siehst, aber in Kenia hast du hochgeguckt und hast all diese hellen Sterne gesehen. Und das ist so eine Story, die sie so charming und wieder so relatable macht, dass Aaron und sie wieder zusammenkommen. Dann kommt sie aber mit dieser, du warst Reginas Eigentum, natürlich musste ich mich dumm stellen, um an dich ranzukommen. Und er sagt, du bist genau wie Regina George. Und so beult sich das alles ab, dieses Push and Pull. Man denkt so, klappt's jetzt? Nein, es klappt nicht, jetzt hat sie's wieder versaut. Jetzt kommt sie wieder einen Schritt auf ihn zu und zieht es gleich wieder weg, bis er dann sagt, das ist nicht das, was ich will. Das, was du mir hier verkaufen willst, ist nicht das, was ich will. More is always better. I would prefer the girl you were. Wenn du denkst, more is more, hättest du ein bisschen mehr nachdenken müssen, um zu erkennen, was bist wirklich du und was mag ich wirklich an dir. You say more is always better, but there is less of you than there was before. Und all diese Layer fehlen einfach im Film. Wir verstehen überhaupt nicht, was Aaron von Katie will, außer dass sie ihn immer anguckt und macht so, ich bin dumm. Und er so, oh, that's hot. Und irgendwann sagt sie dann so, oh, shut up. Und er so, du bist ein Regina-Klon, und springt auf und rennt weg. Und wir sind so, was ist das? Was ist das hier, diese Beziehung? It makes no sense at all. Leute, es macht mich fertig. Und hier sind wir auch wieder an dem Punkt, warum es dann wieder wichtig ist, I See Stars am Ende zu haben. I see stars, so many stars tonight. Weil wir uns aber an das Gespräch mit Aaron und den Anfang erinnern, wissen wir, dass sie jetzt hier embraced, wer sie wirklich ist. Cheap, fake, easy to break. That's how I used to be. All das funktioniert nicht, weil wir das nicht bekommen in dem Gespräch mit Aaron, weil man den Song More is More gestrichen hat. Darum haben wir jetzt einfach nur I See Stars, nachdem sie von allen Leuten gemieden wird, dann nachher auf die Bühne tritt und diese Krone gewinnt und sagt so, I See Stars, ihr seid alle Sterne, ihr seid so toll. Und es wirkt so unehrlich, es wirkt so unaufrichtig, weil es wirklich nur wirkt wie, ihr hasst mich alle, hier, ich schenk euch die Krone, mögt ihr mich jetzt wieder? Weil wir nicht wissen, dass das ein Charaktermoment ist und diese Geste und vor allem diese Wortwahl so viel mehr bedeutet. Nämlich, ich bin angekommen, ich habe meinen Platz gefunden und ich kann hier als die alte Katie meinen neuen Platz finden. Ohne all das Plastik, das ich jetzt hier zerbreche, symbolisch. Aber nicht für andere, dass sie es sehen, sondern für sich symbolisch. Das ist ihre Erkenntnis. Oh, it's so frustrating, Leute. Zu sehen, was in dem Musical alles da war und wie gut durchdacht es war. Und was draus wurde? Zwei Worte noch kurz zu Reprisen. Wir haben hier schon gemerkt, warum es wichtig ist, Reprisen in einem Musical zu haben und warum es ein essentieller Baustein für Musicals ist. Motive zu etablieren, die am Anfang eine Sache bedeuten und wenn sie wiederkommen, ihre Bedeutung geändert haben. Wenn Regina am Anfang zu Aaron singt, Someone Gets Hurt, probiert sie ihn zu manipulieren und sagt so, was I against you, was I would be cool, I truly care. Um Aaron einzuspinnen und davon zu überzeugen, dass sie so verletzlich ist und er sie doch beschützen muss, weil er der Einzige ist, der sie wirklich sieht für die Person, die sie ist, dieses arme, zerbrechliche Mädchen. Wenn Someone Gets Hurt reprised wird, ist es eine Drohung an Katie. Und hier sehen wir den Shift für Katie. Erst beobachtet sie Regina nur und sieht, wie sie Leute benutzt. Aber jetzt turnt alles gegen sie. Und zum dritten Mal, wenn Someone Gets Hurt reprised wird, wird es von Janice gesungen. Gegen Katie. Und zwar mit No, it's fine. Weil Katie jetzt hier vor Augen geführt wird von ihrer besten Freundin. Du bist zu Regina George geworden. Die genau das benutzt. So dieses, es ist nicht meine Schuld, dass du so obsessed mit mir bist. Und ihr hier den Spiegel vorhält. Hate Regina's guts, but here's what you don't comprehend. At least she has the guts to not pretend to be my friend. Janice. Das ist wichtig. Darum haben wir Reprisen. Die dritte haben wir im Film. Und ich finde, das ist einer der wenigen guten Beispiele, wo wir das sehen könnten, wenn man Someone Gets Hurt in the first place gut etabliert hätte und gezeigt hätte, dass man den Song benutzt, um Reginas Manipulativität zu demonstrieren. Hat man nicht, das ist ein Fehler der Regie, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber so viele Reprisen wurden in dem Film gestrichen, zum Beispiel What's Wrong With Me. Und was ich eigentlich damit sagen will, was bleibt unterm Strich? Wir haben keinen Musical-Film, wir haben einen Film mit Musik aus dem Musical. Die Aufgabe, die das Medium Musical aber hat, durch Songs die Geschichte zu erzählen,
und auf musikalischer und lyrischer Ebene Dinge zu machen, die ein normaler Film nicht könnte, gerade durch Motive, die sich verändern, wieder aufgegriffen werden, die kitschig sind, wenn du sie im Dialog so machen würdest, wenn jemand einfach dieselbe Line nachher nochmal sagen würde, hast du eher so ein Cringe-Gefühl, wenn du denkst, so, oh mein Gott, jetzt fühlt der sich richtig smart. Im Musical funktioniert das. Dieses Potenzial wurde nicht genutzt und völlig im Klo runtergespült. Wir haben noch einen neuen Song, den will ich noch kurz erwähnen. Das ist What Ifs, den ich tatsächlich persönlich vom Klang her sehr mag. What ifs, my haves, could have been if I had... Er ersetzt It Roars und ersetzt ihn überhaupt nicht. It Roars erzählt uns die komplette Geschichte, wie Katie in Kenia lebt. I'm 16, living in paradise with the lions and birds and stuff. But I'm 16. And it's not enough. Aber gar nicht weiß, wie man mit Menschen umgeht, weil ihr diese Highschool-Experience aus Amerika fehlt. Have to go to a real school. Mom, I would love that. Let's all try something new. We live in a tent. Adventure's what we do. Und sie darum ihre Mom anfleht und sagt, ich will an eine amerikanische Schule gehen. Bitte, 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 Mom. Und das ihr größter Wunsch ist. Okay, maybe they didn't see me. They stare at their little screens. Plus it's crowded with all these teens. Hi, teens. Und hier wird dieses Tierthema etabliert, warum wir nachher diese Szenen haben, warum Apex Predator gesungen wird, weil Katie alles mit dem Leben in Afrika vergleicht und sagt so, ah, das ist dann also so wie die Tiere am Wasserloch, dann gibt's dieses Oberraubtier und alle anderen verhalten sich so und so. Wir lernen auch, warum Regina George Katie intriguing findet, weil sie kann sie nicht einschätzen, sie kann sie nicht kontrollieren, denn alles, was sonst bei ihr funktioniert, intimidating, drohen mit sozialem Status, das sind alles Konstrukte, die kennt Katie nicht, weil sie einfach homeschooled war. Und das findet Regina intriguing und sagt, okay, die nehme ich erstmal dicht an mich, denn ich finde es faszinierend und zu gleicher Zeit auch bedrohlich. Katie im 2024er Film ist nicht bedrohlich. Sie ist die ganze Zeit ein Opfer. Niemand versteht, warum Regina sie zu sich holt. Null Charisma, null Ausstrahlung. Es passt null zu Regina, warum sie sie an den Tisch holen sollte. Right. So, we never really do this, but you're invited to eat lunch with us for the rest of the week. Oh, that's okay. Katie ist in der Schule mit dem Tablett, kurz bevor sie von Regina rangepfiffen wird, das allererste Mal, wo sie bei den Plastik sitzen darf. Ein Typ kommt zu ihr an und sagt, hey, ich mache hier eine Umfrage. Hat jemand schon mal deinen Muffin gebuttert? Magst du deinen Muffin buttert? Und das ist so Jugendslang und offensichtlich eine sexuelle Anspielung, die sie nicht versteht, weil sie noch nie mit anderen Teenagern in Kontakt war. Jetzt sagt er zu ihr im neuen Film, ich kann die Größe der Boobs bestimmen, wenn jemand springt. Und warum sollte sie das nicht verstehen? Es ist so eine eindeutige Anspielung. Es hat nichts mit Jugendslang zu tun. Es ist so eindeutig, dass es keinen Sinn macht, dass Regina einschreiten muss und Katie retten. Okay, die hat gar keinen Clou. That will be fun. Und nimmt sie unter ihre Fittiche, serviert den anderen Typ ab. Aber so macht es keinen Sinn. Und warum? Weil uns all das fehlt. Weil It Roars fehlt und wir dafür What Ifs bekommen, wo innerhalb von einer Montage von 30 Sekunden gezeigt wird, wie Katie irgendwo in Afrika sitzt und auf einmal in die Schule kommt, nachdem die Mom gesagt hat, ach, ich glaube, wir sollten umziehen, dann kannst du auch mal in eine richtige Schule. That's it, mehr bekommen wir nicht. Wir bekommen kein Quirkiness von Katie, wir bekommen gar nichts von Katie. Wir bekommen, wie sie passiv mit neutralem Gesichtsausdruck durch die Story geworfen wird, wie den gesamten Rest der Story, selbst wenn sie nachher badass ist, sieht die ganze Zeit aus mit diesem Gesichtsausdruck und ist immer so, that's not Katie. Okay, ich habe gesagt, es gibt zwei wirkliche Probleme. Es waren zum einen das Cutten der Songs und der Reprisen. Der zweite ist, die Regie hat gar keine Ahnung, was sie mit den Musical-Nummern machen soll. Manchmal werden Songs wie Someone Gets Hurt einfach wie ein deutsches Musikvideo von der Katja Krasowitz inszeniert, dass man denkt so, okay, screw it, was der Song eigentlich für eine Bedeutung hat und was er machen soll, storytechnisch. Denn wie vorhin gesagt, jeder Song hat ja eine Aufgabe. Die Regie so, Musikvideo machen? Oder in Stupid With Love cringy TikTok-Dances mit Schülern einfach mal so vor der Schule? Oder lasst uns doch zum dritten Mal einen One-Taker machen, während die Leute singen und einfach mit der Kamera hinterherrennen. Und wenn ihr nicht mehr wisst, was ihr machen sollt, dreht euch einfach in die Kamera und sprecht durch die vierte Wand in die Kamera. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, meinem größten Trigger, Regie. Ich weiß nicht, ob ihr zu den Leuten gehört, mir ging es ganz lange so, wenn jemand sagt so, besonders gute Regie, besonders schlechte Regie, konnte ich nie viel damit anfangen. Falls ihr ein Beispiel für besonders schlechte Regie sehen wollt, guckt euch Mean Girls an und es ist eine Fallstudie. Wir haben hier ein Regieduo, das keinerlei Erfahrung mit Musicalfilmen whatsoever hat. Überhaupt mit Film, überhaupt in general, wenn man sich ihre Vita anguckt, was die zwei gemacht haben, haben die bisher in irgendwelchen TV-Serien mitregiert, an einzelnen Folgen oder an Kurzfilm gearbeitet. Wie sie diesen Job bekommen haben, keine Ahnung. Wahrscheinlich befreundet mit Tina Fey, I have no fucking idea. Alles, was sie tun, ist clumsy at best.
Ein Beispiel. Das ganze Musical, auch das Original-Musical, fängt an mit It's a Cautionary Tale mit Janice und Damien, die beide erzählen, okay, das wird eine Lehrgeschichte, warum Mean manchmal leichter ist, aber warum es auch kacke ist, Mean zu sein. Das heißt, am Anfang sehen wir Damien und Janice als Erzähler. It's a cautionary tale. Im Film haben sie sich gesagt, lass das doch beibehalten. Damien und Janice erzählen die ganze Zeit die Geschichte. Which is a big, huge problem, weil Katie ist die Erzählerin der Geschichte im Musical. Es gibt so viele Songs, die aus ihrer Perspektive sind. Immer wieder werden wir aus der Story gerissen mit Bling! Sie dreht sich zu uns und erzählt ihre Erkenntnis. Gretchen is weak and she can't land the blow. So she throws it to me, I can just let it go. Bling! Ah, ich wusste nichts übers Schulleben. Jetzt habe ich diese Lektion gelernt und komme zu diesem Schluss. Was dazu führt, dass wir verstehen, warum Katie durch Fehlschlüsse die falschen Wege einschlägt und da landet, wo sie ist. Regietechnisch hat man aber gesagt, nein, nein, nein. Damien und Janice sind jetzt die Erzähler, denn sie haben ja den ersten Song erzählt. Also drehen sie sich random immer wieder in die Kamera und reden mit dem Publikum. Das funktioniert auf der Bühne. Wenn du auf der Bühne dich hindrehst, kann das einen Comedy-Effekt haben. Wenn du das dauernd im Film machst, ist das eine Choice, die sich selten positiv auszahlt. Besonders wenn du das fucking random machst und einfach irgendwelche Zeilen aus Songs oder aus dem Drehbuch nimmst und die einfach random in die Kamera spielst, ohne ersichtlichen Grund warum. Auch da würde ich sagen, clumsy, aber noch kein Genickbruch, wenn das your way to go ist, wenn das auch Erzähler sind. Auf einmal hast du Regina George, die guckt in die Kamera und redet auf einmal auch direkt mit dir durch die Kamera. Ist sie jetzt die Erzählerin? Drei Szenen weiter, Katie macht dasselbe, dreht sich random in die Kamera, spricht mit uns als Zuschauer durch die vierte Wand. Reicht nicht, lass uns das auch mit Karen machen. Jeder spricht irgendwann einfach in die Kamera, weil sie nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Als hätte die Regie gesagt, ja, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, guckt einfach in die Kamera und spielt eure Line zum Publikum. Und ich habe ja schon gesagt, am Anfang macht es vielleicht Sinn, Damien und Janice als Erzähler zu machen, aber warum streicht man dann alle Songs von Damien, sodass wir basically auch gar nichts von ihm erfahren, obwohl er im Musical selber Ratschläge an Katie gibt, wo man sagen könnte, hey, wir wollen Damien als Erzähler haben, dann macht es ja Sinn, wenn er an Katies Seite ihr Ratschläge gibt und sie stattdessen zu diesen Erkenntnissen führt. Aber all diese Songs haben wir rausgestrichen. Das heißt, wir wollen ihn zum einen als Erzähler haben, aber nehmen ihn die Songs, indem er legit Katie erzählt, was sie machen oder er nicht machen sollte. Why? Was zurückbleibt, ist Damien als stereotypical gay Dude, der neben Janice nur für gay One-Liner, die er aus RuPaul's Drag Race aufgeschnappt hat, da ist. Yes, Queen. Slay. She didn't. Work. What a fucking loss. Und dass ich trotzdem jede Szene, in der er war, genossen habe, weil er mit das Beste an diesem Film war, sagt so einiges. Man hätte ihn so gut benutzen können in dem Film, but they chose not to. Das nächste Problem, wenn man sagt, okay, Janice und Damien sind die Erzähler, ist, wenn man ihn auf einmal Apex Predator gibt, was eigentlich ein Katie-Song ist, weil er nur als Katie-Song Sinn ergibt. Das ist nämlich der Song, wo alle Leute sich auf einmal in Tiere verwandeln, den ich vorhin schon erzählt habe, der im Originalfilm ist, weil Katie sagt, ah, okay, die Schule funktioniert also genau wie das Wasserloch bei den Tieren. Warum sollten Damien und Janice das machen? Warum sollten sie diese Vergleiche ziehen? Es ergibt nur Sinn, wenn Katie das in sich selbst tut und darum das alles ihre Sicht der Dinge ist. Und dieses Tiermotiv, da wir nicht diesen Katie-Insight haben, kommt auch nicht wieder. Im Musical zieht sich das durch, dass immer wenn Leute besonders emotional werden, sich benehmen wie Tiere. Allen voran Gretchen, die wie so ein aufgeregter Papagei macht. Thanks for being such a great best friend. I mean cute. Wenn man sie zu sehr triggert und man weiß, ah, jetzt bricht sie gleich auf. Das gibt's im Film nicht, finde ich auch nicht schlimm, weil it's a bit cringy. Würde auch im Film nicht transportieren, aber Apex Predator würde nur funktionieren, wenn man diese Tiergeschichte mit drin haben will. Und man muss sie mit drin haben, weil sie ist iconic für 2004. Um das zu rekreieren, gäb's nur diese eine Lösung. Aber die Regie war so, we don't know what to do with it. Lass einfach alle wie Tiere benehmen und Janice und Damien. Aber warum das ergibt? Schnauze extra zwei! Wenn du was zu sagen hast, sag es in diese Kamera durch die vierte Wand zum Publikum. I can't, Leute. Und talking about sprechen in die Kamera, da sind wir beim Social Media Aspekt, den ich vorhin angesprochen habe. Den Film 2004 hat iconic gemacht, diese Interview-Sequenzen, diese Mockumentary-Sequenzen, wo sie mit Schülern direkt reden und sagen, sag was zu Regina George. Regina George ist fehlerlos. Sag was zu Katie. Katie Heron hatte Army-Pants und Flip-Flops an, also bin ich los und hab mir Army-Pants und Flip-Flops besorgt. Und das war ein mega smartes Plot-Device, was iconic ist. Wenn Leute das heute machen, weiß man, oh, that's the mean girl thing. Of course haben sie das transportiert mit Leute sagen Dinge in die Kamera für TikTok, was dazu führt, dass wir oft Szenen haben, wo einfach ein Hochformat-Video auf einer Kinoleinwand ist, wo links und rechts einfach riesen schwarze Blöcke sind.
wo random Leute sind, die über Katie, die über Regina reden, die wir nicht zuordnen können. Die sind zu alt, um Schüler zu sein? Sind das Blogger? Sind das TikToker? Die eine sieht aus wie eine Rapperin, wie Nicki Minaj, aber wer sind diese Menschen? Warum reden sie über random Schüler, die selbst keine Social Media Stars sind oder irgendwas? Auch diese blunte Ehrlichkeit dieser Mockumentary-Doku-Sache, dass Leute dir ein Mikro hinhalten und du sagst so, Regina George hat mir einmal ins Gesicht geschlagen. Das war unglaublich. Ist so absurd, dass es funny ist, aber sobald du Social Media reinbringst und glaubst, das kann das ersetzen, funktioniert das nicht, weil wir alle haben eine Social Media Personality, wir alle sagen gefilterte Sachen im Netz. Diese Ehrlichkeit, die diese Momente bringen soll, lässt sich so nicht übertragen auf Social Media. Because it's fake. Und auch hier sind wir wieder in der Regie, wenn man irgendwelche Songs hatte wie Halloween und nicht wusste, was man mit den Sachen machen soll, hat man die halt einfach in den Stream, in die Kamera singen lassen, weil man singt doch auf TikTok und es ist so fucking lazy. Ich denke wirklich, ein Schulprojekt, das Mean Girls als Film umgesetzt hatte, hätte kreativere Varianten gefunden, die Songs in die Story zu integrieren. Zu einem Punkt, dass ich als Musical-Fan mir gedacht habe, okay, ich wünschte mir, wir können hier Stopp drücken und einfach sagen, let's not do this, skip the song, sprecht einfach alles, was ihr sagen wollt, okay? Dann wisst ihr wenigstens, ihr inszeniert es wie eine normale Szene und macht nicht irgendeinen Stunt, um irgendwas zu machen, um Zeit zu überbrücken, weil ihr keine Ahnung habt, wie ihr diese Songs handeln sollt. Die Regie hat keine Ahnung, wie ihr neuer Take auf Mean Girls aussehen soll, soweit, dass sie teilweise Szenen von den Kameraeinstellungen so 1:1 vom 2004-Film übernehmen. Es ist basically so, als hätte jemand einen lustigen Witz erzählt und dann kommt jemand, der sagt direkt danach, weißt du noch diesen Witz? Und du sagst, ja, ich weiß noch. Und erzählt dir den nochmal. So ein 3-Minuten-Witz mit einer Pointe, die du längst kennst. Dann Momente, wenn sie probieren, was Neues zu machen, fokussieren sie sich auf die völlig falschen Dinger, wie bei Rather Be Me, wenn sie Janice folgen und im Hintergrund Regina George umgefahren wird vom Bus. Ja, es ist ein Schockmoment. Ja, es ist aber der falsche Moment, um sich auf Janice zu fokussieren. Und wir gerade auch bei Witzen waren, dass sie einfach auch nicht verstehen, was witzig war, dass sie What's Wrong With Me als ernsten Song etablieren, als dramatischen tiefen Kern für Gretchen, dass sie so unsicher in sich ist. Der Song aber einfach funny ist, im Musical ist es so, Regina George ist bitchig zu ihr, knallt die Tür zu, sie dreht sich zum Publikum und macht What's Wrong With Me? Und wir wissen, oh mein Gott, bist du insecure und es ist so überzogen, dass es funny ist. Es ist nicht mehr funny, wenn sie mit Katie zusammen im Schrank ist und eine Spieluhr ansingt und traurig über ihre Vergangenheit singt und wir denken, it's awkward at best, aber nicht funny. Es ist eher, why should I care? Weil Gretchen wurde nicht vernünftig vorgestellt. Wir sehen sie nicht interagieren mit anderen Menschen. Wir haben keine Verbindung zu ihr. Warum muss ich mir 3 Minuten Song von ihr anhören? Hui. Und man denkt sich, hätte all das nicht im Drehbuch gefixt werden können? Wäre es nicht funny, wenn das Drehbuch auch von jemandem stammen würde, der Ahnung hat von der Materie? Und dann guckst du und siehst Tina Fey, die den 2004er Film geschrieben hat und das Musical geschrieben hat, hat auch diesen Film geschrieben? How could that happen? Schwupp, sind wir beim Drehbuch. Ich kann es mir legit nur so erklären, dass Tina Fey probiert hat, beide Parteien glücklich zu stellen. Was dabei aber passiert ist, ist, dass wir alle neuen Witze aus dem Musical verloren haben, weil wir so viel iconic Lines drin behalten wollten aus dem Originalfilm, die dann aber nicht mehr iconic sind im Musical. Gibt es Momente, wo man sie iconic verpacken könnte, wie 3. Oktober. Wir alle wissen, 3. Oktober ist Mean Girls Day. Denn das war der Tag, wo Aaron sich zu Katie umgedreht hat, sie ihm das Datum sagen könnte und wir das erste Mal eine decent Connection zwischen den beiden hatten. Keine, die uns absolut cringen lässt. Und das macht es zu Katies new favorite day. What's the day? October 3rd. My new favorite day. Und so schafft das Musical, alte iconic Moments zu nehmen und iconic zu lassen, aber ins Musical-Genre zu übertragen. In der Filmversion zitieren wir einfach den Film ganz oft, streichen aber alle neuen Witze, die das Musical bringt. Und ich habe nochmal ins Musical reingeschaut, ins Original-Musical, YouTube Slime Tutorial. Wie kann es sein, dass da ein Joke nach dem nächsten, nach dem nächsten, nach dem nächsten kommt? Und ich denke mir, it's so fucking funny. Und in diesem Film sitze und denke, what the fuck? Versteh mich nicht falsch, im 2024er Film gibt es Witze. Ich hatte wirklich auch meine Momente, wo ich laut gelacht hatte, auch Spaß hatte. Aber zu wissen, was man verloren hat und zu sehen, was probiert wird, lauwarm aufzunehmen, in einem Attempt alle glücklich zu machen, it's not working. Ich bin der Überzeugung, dass Tina Fey nicht mehr durchgestiegen ist, was sie gemacht hat. Sie hatte dieses geniale Skript von 2004, was einfach überfunny war, was sie dann umgewandelt hat in die Musical-Version. Aber in der Rückumwandlung in die Filmversion hat sie selbst nicht mehr bedacht, wie viele Szenen durch Songs ersetzt wurden und wie wichtig diese Szenen waren. Das, was ich vorhin beschrieben habe. Dass wenn wir bestimmte Songs streichen, Stellvertreter wieder aus dem alten Film reinbringen müssen, das ist nicht
passiert und darum holpern wir. Darum haben wir Payoffs ohne Setups. Dass Dinge passieren, ohne dass sie vorbereitet werden. Dass Dinge vorbereitet werden, ohne dass sie irgendwo hinführen. Dass Chemien zwischen Charakteren nicht mehr funktionieren, weil die sich eigentlich jetzt in Songs entwickelt haben, die sich früher in Off-Kommentaren oder in Mockumentary-Schnipseln entwickelt haben oder in Interaktionen zwischen den Charakteren, die jetzt aber einfach nur ein schwarzes Loch sind. Und es jetzt ein bisschen ist, als würdest du das Musical gucken, aber random immer so 5 Minuten rausgehen in dem Stück. And it's kind of a bumpy experience. Ja, mein Lieblingsbeispiel habe ich euch vorhin schon genannt. Die Szene zwischen Katie und Aaron oben im Schlafzimmer. Wo nichts logisch dahin führt, dass er so wütend wird und aufspringt und rausgeht und die Tür schlägt und sagt, du bist genau wie Regina, nachdem sie einmal gesagt hat, shut up. Makes no sense. Es gibt keinen emotionalen Kern mehr in diesem Stück. Zwischen niemanden außer Janice und Damien, muss man sagen. Das sind die einzigen, wo ich legit gecared hätte. Denn zwischen dem, was Dramatisches passiert wäre und die sich getrennt hätten. Alle anderen Charaktere, I'm out. I don't give a shit. Dieses Chaos im Skript, das Tina Fey nicht mehr zusammenbekommen hat, führt dazu, dass der ganze Film sich am Ende selbst enthebelt durch den schwächsten Moment, der eigentlich der stärkste sein sollte. Rather be me. Der eigentlich It's Rather Be Mean heißen sollte. Denn gab es vorher schon Stimmen, die gesagt haben, Janice ist das eigentliche Mean Girl? Yes. In diesem Musical-Film gibt's gar keinen Zweifel mehr daran und trotzdem ist er so unself-aware, dass er Janice gerade zu dem absoluten Mean Girl macht, dass es keine Art von Reflexion oder Einordnung gibt, dass jemand sagt so, aber Janice, du bist doch genauso schlecht. Nein, selbst wenn Regina George nachher sagt, ich glaube, ich muss ein bisschen an mir arbeiten, kriegt Janice das einfach nicht und Janice soll der Erzähler und der Sympathieträger in der Geschichte sein? Like what? Okay, wir sind vorher in dem Moment. Shit went down. Burn Book is out. Tina Fey's Charakter, die Lehrerin, sagt so, okay, wir sollten alle mal ein bisschen mehr Verantwortung als Täter ergreifen, statt uns immer nur als Opfer zu sehen. Alle Leute treten daraufhin auf die Bühne und sagen, ich habe Kacke gebaut und möchte mich jetzt dafür entschuldigen, ehrlich. Und in dem Moment, wo Janice nach oben kommt, sagt sie, hahaha, ich habe alle dazu gebracht, dass alle Regina hassen und habe richtig Kacke gestört, sodass alle sich gegenseitig hassen. Und Katie war voll mit dabei und kackt Katie noch an, wirft alle under the bus und hat 0,0 Einsicht, dreht sich dann noch weg und macht, brrr, ihr seid alle scheiße. Ich bin nämlich so geil, ich muss mich überhaupt nicht ändern. Und du bist erstmal so, what? Kommt da gleich noch ein Turning Point? Aber es kommt keiner. Sie rennt einfach los und macht sich über alle lustig und sagt so, ich bin so unapologetic. Und du denkst so, here's my right finger. Du bist schlimmer als Regina George. Du bist all das, was ihr Regina George vorwirft, dass sie ruthless ist, auf niemanden Rücksicht nimmt, auf keiner Leuts Gefühle, stellt sie sich hin so, muss ich auch nicht, ich bin nämlich geil, rennt so ins Gym in der Inszenierung, natürlich in einem One-Take, in dem sie immer wieder in die Kamera guckt, macht sich über Sportler lustig, macht sich über alle Tussis lustig. Okay, du darfst bestimmen, wer kacke ist und über wen man sich lustig machen darf. Und wenn Regina das macht, ist das problematisch und man ist, hä? Und du denkst, okay, gleich kommt die Auflösung, dann läuft sie so auf uns zu und im Hintergrund wird Regina George vom Bus umgefahren und dann geht's weiter mit der Geschichte und du bist so, ihr habt so den Knall nicht gehört, Alter. Okay, kommen wir noch schnell zum letzten Punkt, der einen Sache, die nochmal so den Vogel abschießt für die deutsche Synchro. Die macht die Experience des Films nochmal bedeutend schlechter. Versteht mich nicht falsch, die Sprecherauswahl ist top. Ich finde der Übergang von Gesangsstimme zu Sprechstimme, was im Musicalfilm immer am schwierigsten ist, super geworden. Leistungssprecherlich, muah. Aber what the fuck ist dieses Drehbuch? Die Dialoge funktionieren so oft überhaupt nicht und gehen aneinander vorbei. Dann hat man sich entschieden, okay, wir machen ganz viel Anglizismen mit rein, was man machen kann, aber auch manchmal ja bewusst eingesetzt werden kann, um zum Beispiel die Mom von Regina George extra cringy zu machen. Slay Queens, Mom, mach uns nett. Da machen andere Leute das aber auch unironisch, so wie Katie dann aber auch so random Sachen sagt, dass sie sich aufs Bett setzt zu Aaron und sagt so, ich bin einfach amazing. Und du denkst, was? Dann Szenen, wo du einfach merkst, der Joke geht in der Translation verloren, weil es sich anfühlt, als würden die Leute aneinander vorbeireden und du guckst dich nachher so mit deiner Begleitung an und bist so, im Original macht das bestimmt Sinn. Das hat man in diesem Film so häufig. Du willst wohl, dass sich der Rest von uns dumm fühlt. Nein, das wollte ich nicht. Es ist einfach so passiert. Bis hin zu, dass Iconic Lines wie ich bin eine Maus, da einfach falsch übersetzt werden? Ich habe sogar nochmal testweise nachgeguckt. 2004 haben wir es übersetzt. Als was gehst du denn? Ich bin eine Maus. Und jetzt in der neuen Version haben sie aus da gemacht, ich bin eine Maus. Tada! Das bedeutet was ganz anderes. Versteht, was ich meine? Hätten sie es 2004 schon falsch gemacht und man hat gesagt, okay, es ist jetzt im Deutschen Iconic, also übernehmen wir es nochmal genauso wie 2004. Aber nein, man hat es nochmal neu übersetzt und falsch übersetzt, sodass es einfach nur
weird ist und nicht zu dem Song passt, den Karen eigentlich die ganze Zeit vorher gesungen hat. Aber das schlimmste Fehler, die in Musical-Filmen immer wieder gemacht werden, dass Leute nicht wissen, was gehört zu einem Song und muss in Englisch bleiben und was ist Deutsch. Dass du einfach random in den englischen Songs, die sie nicht übersetzt haben, random deutsche Lines drin hat. Wie in Revenge Party bekommt. And I end up with Aaron when she's gone. Yes, bitch! I end up with Aaron when she's gone. Yes, bitch. Und dann schaltet man auf Deutsch um und sagt, dann komme ich mit Aaron zusammen. Das stimmt, bitch. Warum? Wir haben es auch auf Englisch verstanden. Es waren legit Untertitel vor 0,5 Sekunden auf diesem Bildschirm, die genau das gesagt haben. Lasst es doch einfach. Es reißt jedes Mal raus aus dieser Experience. Und den Fehler haben sie auch schon bei Les Miserables gemacht, wo man denkt, warum? Es ist ein Musical, wo es alles durchgesungen ist. Warum müsst ihr einzelne Passagen, die auf die Melodie gesprochen sind, auf einmal auf Deutsch sprechen? So just struck the iron. Struck it while it's hot. Das nächste Mal. Versprochen. Da hole ich mir alles. Warum müsstet ihr das in the Heights machen? Sing while I wipe down the awning. Hey, yo, good morning. Sing while I wipe down the awning. Hey, Leute, guten Morgen. Und warum müsst ihr das hier wieder machen? Und das nicht nur in so Einschüben, wo das immer wieder rausreißt. Wie zum Beispiel die ganze Sache in Sexy Man. Be a sexy doctor and cure some sexy cancer. That's not right, is it? No. I can sexy cure some cancer. No. I can cure sex cancer. All das funktioniert nicht, weil man es dann auf einmal in Deutsch hört. Sie singt noch den ersten Part und dann, oder ich bin sexy krebsheilend und man denkt so, hä? Ich verstehe dieses Hin- und Herschieben der Worte nicht mehr, weil warum musstet ihr das machen? Es ergibt keinen Sinn. Es ist Teil des Songs. Der Beat läuft weiter im Hintergrund. Leute, das war nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist Someone Gets Hurt Reprise, wo Janice Katie konfrontiert und weil sie halt keine Regina George ist, anfängt zu rappen, statt zu singen. Buddy, it's not pretend. You are as plastic as they come. So dass wir erst denken, okay, es ist ein Song, kriegt sie einen Original-Song, bis dann kommt. No, it's fine. Und wir dann erst merken, sie ballert ihr die Worte von Regina George um die Ohren, um ihr zu zeigen, du bist Regina George geworden. Der Rap-Part ist auf Deutsch übersetzt und er reimt sich so semi und dann spricht sie den so weird und man denkt so, habt ihr eigentlich Crack geraucht vorher? Warum konnte man das denn bitte nicht einfach lassen, wie der Song nun mal auch auf dem Musical-Album ist? Es ist ein fertiger Song und es ist genau der Song, der auf dem Album von 2024 fehlt und der Song, auf den ich mich so gefreut habe, weil auf TikTok geleakt ist, dass es den gibt und dann kriege ich ihn einfach nicht in der deutschen Synchro, weil er einfach halfway auf Deutsch übersetzt ist und vor sich hingestammelt wird, nicht mal wirklich passend zum Video. Ich sterbe, Alter, Leute, das war der Punkt, wo ich war so, bin ich hier im falschen Film, wo ist die versteckte Kamera? Wenn ihr das machen wollt, macht vernünftige deutsche Versionen, übersetzt das Ding vernünftig, sucht euch geile Sänger und dann lasst mich wählen, ob ich die deutsche Version oder die englische Originalversion gucken will. Eine richtig geile deutsche Version kam sogar direkt gerade raus von Devi Ananda, die ihr auch schon hier kennt von meinen Videos, wo ich auf deutsche Übersetzung reagiert habe und sie hat World Burn auf Deutsch gemacht und es ist so enorm geil, dass ich jetzt eine komplette deutsche Version von Mean Girls sehen will. Aber bitte von der Musical-Version, nicht von der 2024er Filmversion. Ich bin Regina George und ich bin ein Mega-Dee. Checkt unbedingt das komplette Video aus, denn it's insane. Also Stage, BB Entertainment, macht diese Musical-Version. Die läuft jetzt in London. Guckt euch an, wie erfolgreich das laufen wird. Wird gehen, easy peasy. Denn das Musical, gemessen an dem Film von hier, ist das... Can't fucking reach it. Und besetzt Devi Ananda im Deutschen als Regina George. I mean... Braucht ihr mehr Beweise? Oder da? Ich will, dass die Welt brennt. Kommen wir zum Fazit. Auch wenn ich so viel geraged habe, ich hatte okay Spaß. Es war für mich eine 4 bis 6 von 10 Experience. Mal so, mal so. Bei Apex Predator, wenn ich die Augen geschlossen hatte, hatte ich eine 10 von 10 Experience. So ging es mir mit vielen Musical-Nummern. Die Songs finde ich legit, wenn sie nicht von Augie Rice gesungen werden. Okay, bis übergeil. René Raps World Burn. Dafür können wir dem Film dankbar sein, dass er gemacht wurde, dass wir diese Version jetzt als Studioversion haben. Aber unterm Strich bleibt es ein Film, der holpert, der nie in Fluss kommt, der zusammengepuzzelt wirkt von Leuten, die keine Ahnung haben, wie man das Medium Musical auf das Medium Film transportiert oder in general
einen vernünftigen Film macht. Zu tun hat das vermutlich, dass es eigentlich erst ein Streaming-Film sein sollte und kein Kino-Release. Man gesagt hat, es gibt nicht so viel Budget und das sieht man leider an jeder Ecke, dass das Budget gefehlt hat. Und man last minute durch den Writer Strike gesagt hat, okay, wir pushen es doch noch ins Kino. Oder man Angst hatte, dass Paramount Plus noch mehr miese macht und darum das lieber auf das Konto von Paramount Movie Productions geschoben hat, um den eigenen Streaming-Anbieter nicht noch schlechter dastehen zu lassen, als er eh schon ist von den Aktionären. Aber unter dieser Unfähigkeit, diese Medien zu transportieren, leidet so viel. Die Musik, die im Attempt stellenweise seelenlos verpoppt wirkt und die Aufgabe verliert, die sie als Musical-Songs haben, nämlich zu charakterisieren und zu erzählen, eine Geschichte zu erzählen. Und so auch die Charaktere und Figuren zu leblosen Abbildern und Ideen werden, statt zu wirklichen Charakteren mit Präsenz, Chemie und emotionalen Geschichten, die uns irgendwie interessieren. Das heißt, Mean Girls 2024 bleibt storytechnisch kind of gleich, aber ohne all das Charisma, ohne den Charme, ohne den Witz von 2004 und ohne die Explorations, was das alles sein könnte in der heutigen Zeit und ohne Fingerzeig und die tatsächliche Kritik, die das Musical so gut rausgearbeitet hatte. Und das ist furchtbar schade. Das Video war so überhaupt nicht geplant. Das heißt, ich muss jetzt eine Nachtschicht einlegen, um das irgendwie fertig zu bekommen, weil ich nächste Woche auf einem Six-Trip bin, um euch ganz viel über die Six-Tour zu erzählen, die bald nach Deutschland kommt. Falls ihr das verfolgen wollt, lasst gerne ein Abo da, unterstützt mich hier mit einem Super-Thanks oder auf Patreon, denn es ist unglaublich schwer, diesen krassen Workload hier zu stemmen, neben meinem Animationsstudio, das ich noch zu leiten habe. Also falls ihr das hier irgendwie mögt und wertschätzt, dann danke ich euch für jeden Support. Wir sehen uns hier bald wieder. Der Jahresrückblick von 2023 ist auch fast fertig. Also stay tuned, Leute. Tschüss!